Die Jugend von heute ist verdorben. Diese Meinung ist schon seit der griechischen Antike beliebt. Im 3. Jahrtausend wird gern auf das Internet verwiesen, um zu beweisen, wie schlimm es um die jungen Menschen bestellt ist. Eine Generation von Binge-Drinkern wächst da heran und glorifiziert ihre Saufexzesse auch noch online. Und tatsächlich, bei YouTube und Facebook finden sich zahlreiche Videos und Fotos der sogenannten Generation Komasaufen. Die Pädagogin Lisa Ischen hat sich solche Videos im Rahmen eines Forschungsprojekts genauer angesehen. Da sind zum Beispiel Videos zu sehen, wo Jugendliche eine halbe Flasche Wodka exen, sich anschließend übergeben oder einfach auch so die Folgen von Alkohol deutlich werden. Und wir wollten halt mit der Studie herausfinden, inwiefern sich soziale Medien wie YouTube oder auch Facebook und Twitter als ein Handlungsfeld eignen, um Aufklärungsbotschaften an Jugendliche zu senden. Also sichtet Lisa Ischen mit ihrem Team Video um Video. Kotzende Teenager, dirilierende Jungs und albernes Zeug plappernde Mädchen bestimmen ihren Arbeitstag. Im nächsten Schritt beginnt sie, die Jugendlichen aus den Videos zu kontaktieren. Ein Gesprächsangebot an riskante Konsumenten heißt das in der Pädagogensprache. Und weil gerade junge Menschen solche Angebote meistens ablehnen, staunt Lisa Ischen nicht schlecht über deren Reaktion. Es hat mich persönlich sehr überrascht, dass die Reaktionen doch sehr positiv waren. Also größtenteils Jugendliche gesagt haben, hey, cool, auch über das Thema Alkohol bereit waren zu sprechen. Auch über riskanteres Verhalten, die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Der Historiker und Soziologe Hasso Spode hat sich intensiv mit dem Zusammenhang zwischen Alkohol und Zivilisation auseinandergesetzt. Egal, ob das gemütliche Bier in der Kneipe, der Wein zum Abendessen oder die halbe Flasche Schnaps, um sich abzuschießen. Das alles hat es schon immer gegeben und ist für ihn Teil der menschlichen Kultur und auch Natur. Jugendlichen nur wegen eines peinlichen YouTube-Videos gleich ein Sucht- und Problemgespräch aufzuhalsen, solche Angebote klingen für ihn ein bisschen wie so ein Pfarrer, der dann sagt, willst du mit uns mal über den lieben Gott sprechen? Kann man alles machen? Vielleicht bleibt auch ein bisschen was bei hängen. Ich setze allerdings viel mehr auf die Erwachsenwerdungsprozesse. Das nennt man das Maturing Out. Ja, also nach einer gewissen Altersphase, wenn man das hinter sich gebracht hat, geht das ja bei 95% ganz von alleine weg, solche Phasen. Und darauf muss man setzen. Aber selbst nach dieser optimistischen Einschätzung bleiben 5% übrig, deren Umgang mit der Alltagsdroge sich nicht normalisiert. Und genau diesen Menschen möchte der tschechische Psychiater Jiří Podlipný mit seiner virtuellen Kneipe helfen. Was wie ein Computerspiel aussieht, ist ein Trainingsgelände für Alkoholiker. Patienten der psychiatrischen Klinik Pilsen sollen hier lernen, Nein zu sagen. Doch ein solches Nein, danke, ist in der tschechischen Bierkultur gar nicht vorgesehen, weiß Podlipný. Wenn jemand wirklich ein Problem mit dieser Sucht hat und will abstinieren, dann gibt es diese Versuchungen so häufig bei uns. Und die Bevölkerung unterschätzt diese Risiken und die sagen, sehr häufig, ja, trink nur ein Glas, das hat noch niemanden getötet und so weiter. Und das sind gerade die Situationen, mit welchen unsere Patienten Probleme haben. Die Idee? In der sicheren Umgebung der Klinik werden die Patienten auf die Schwierigkeiten des Alltags vorbereitet. Die Wahrscheinlichkeit, einen Rückfall zu erleiden, soll dadurch sinken. Wichtig ist aber, dass die virtuelle Kneipe für alkoholkranke Menschen gemacht ist. Denn wer als Jugendlicher in einem Binge-Drinking-Video auftaucht, der ist noch lange kein Alkoholiker. Und sollte auch nicht voreilig zu einem Teenager-Therapiefall gemacht werden. Gerade wenn man die historischen Zusammenhänge erkennt oder die anthropologischen, kann man mehr Gelassenheit an den Tag legen. Grundsätzlich trinken die jungen Leute heute viel weniger als noch vor 20, 30 Jahren. Mit dem Internet und Virtual Reality kann man Alkoholismus vorbeugen und sogar Alkoholkranke therapieren. Wer aber dieser Prävention und Therapie wirklich bedarf, darüber muss sich eine Gesellschaft erst einmal klar werden.